Wie du auch selbst weißt, hat Musik einen enormen Einfluss auf unsere Emotionen. Je nachdem, was wir hören oder was wir uns anschauen, beispielsweise ein Film, macht die Musik sehr viel aus. Oft läuft sie im Hintergrund mit, das glauben wir zumindest, doch ich habe den Eindruck, dass Musik mindestens 50% des gesamten Filmeindruckes und des gesamten Filmgenusses ausmacht. So weißt du also auch, dass eine romantische Komödie einen anderen Einfluss hat auf dich als ein Heavy-Metal-Konzert. Aber es liegt ja nicht nur an der Darbietung, sondern auch an den Emotionen, die Musik auslöst. Gut komponierte Musik löst irgendwelche archaischen Impulse in uns aus. Das wissen Komponisten schon seit Jahrhunderten, wenn nicht schon länger. Und um das akustisch zu illustrieren, habe ich das Video hier mit Musik unterlegt. Aber vielleicht gibt es auch ein paar Sekunden der Stille, wo du dann den Unterschied merken kannst. Die Frage der Zuschauerin, ich glaube, es war eine Frau, war genau: Ich möchte gerne wissen, ob zu viel Musik hören das Erwachen verlangsamt oder erschwert. Könnte das daran liegen, dass man ständig ein Ohrwurm hat und die Stille in sich nicht so gut spüren kann? Das ist natürlich eine wunderbare Frage, die uns beschäftigt. Vielleicht hast du eine Therapiesitzung mal mitgemacht oder gibst selber Coachings oder irgendwelche Therapien und hast dann die Idee bekommen, da lege ich doch mal eine schöne Musik auf. Das kann dann durchaus sein, damit die Klienten sich beruhigen oder damit du dich selbst beruhigst oder in eine bestimmte Stimmung kommst. Ich hatte mal damals in meiner Praxis jemanden da, habe ich dann eine bestimmte Behandlungsmethode angeboten und dann musste der Klient dafür liegen oder sollte dafür liegen und dann habe ich eine wirklich wohlweislich schön ausgesuchte Musik aufgelegt, wie ich finde oder wie ich damals fand und dann plötzlich mitten in der Sitzung sprang der Mensch auf und sagte: Kannst du das endlich ausmachen? Das nervt mich total. Also einer von 50, den hat es gestört und die anderen nicht. Die haben gesagt: Oh, was für eine schöne Musik. Und daran können wir schon irgendwie sehen, aus eigener Lebenserfahrung, dass Musik sehr viel mit uns macht. Musik kann bestimmte Emotionen in uns hervorlocken, hervorholen, die vielleicht in diesem Moment gar nicht hätten aufsteigen wollen. Wir sind vielleicht in einer neutralen Stimmung, wollen uns hinsetzen, in Stille oder meditieren oder sonst was machen, uns mit unserem Wesenskern auseinandersetzen und dann legen wir eine Musik auf, die uns im Grunde sehr gut gefällt, sehr ruhig möglicherweise. Und dann fällt dir zu dieser Musik plötzlich ein Bild ein. Das ist ja oft so, bestimmte Klänge lösen etwas in uns aus. Gedanken oder bestimmte innere Bilder, Erinnerungen, alles Mögliche. Und schon bist du in einer Welt, die du vielleicht gar nicht so im Inneren hättest, wenn du die Musik nicht angemacht hättest. Das Sitzen in Stille ist etwas anderes. Das ist der Gang, das sich Erinnern zu deinem Wesenskern hin. Du gehst also in die Tiefe und dazu brauchen wir natürlich keine Musik. Denn was finden wir in unserem Inneren? Die Stille, die Präsenz, das Gefühl der eigenen Anwesenheit wie eine vibrierende Frequenz, die nichts mit Musik zu tun hat. Ich liebe Musik übrigens, ich habe nichts gegen Musik, ganz im Gegenteil, doch alles in Maßen, alles zu seiner Zeit. Wir brauchen für die geistige Erleuchtung, für das geistige Wachen keine Musik. Sie kann uns ein bisschen begleiten, damit wir vielleicht ein bisschen ruhiger und vertrauter werden beim Sitzen. Doch meine dringende Empfehlung lautet, sie irgendwann abzuschalten und sich an die Stille, die du in deinem Wesenskern bist, zu gewöhnen. Des Weiteren kannst du auch feststellen, natürlich und wie einfach ist das, dass Musik oder andere Geräusche deine innere Stille überlagern. Und wenn wir beginnen, uns innerlich zu erinnern, uns innerlich zu stabilisieren, die Seinsfühlung hervorkommen zu lassen, mehr Kontakt aufzunehmen, ist es hilfreich, das in Stille zu tun. Und wenn dann erstmal der Gedankenteppich zerbricht, wenn die Lücke des Gedankenstroms aufscheint, also wenn der Gedankenstrom abreißt, dann strahlt im Grunde diese Stille, diese Präsenz durch. Und das ist sehr leicht zu spüren oder vergleichsweise leicht, wenn wir irgendwo sitzen im Zimmer. Und das Ziel ist es ja, diesen inneren Frieden, ich benutze verschiedene Wörter für dasselbe, in die Welt auszutragen, in die Welt hineinzutragen. Das ist unsere Aufgabe. Später ist es tatsächlich so, dass wenn sich das stabilisiert hat und immer weniger Gedanken kommen, nur noch konstruktive und positive oder hauptsächlich, dass du so viel inneren Frieden in dir spürst, dass du ihn auch auf dem Trafalgar Square
spüren könntest, egal wie viele Autos da langfahren und wie viele Menschen rufen und hupen und sonst was. Also nicht die Menschen, die Autos. Wäre aber auch interessant. Du weißt, was ich meine. Irgendwann ist dieser innere Frieden ständig da. Es hilft natürlich, langsam anzufangen oder leicht und einfach anzufangen. Später merkst du plötzlich mitten im Arbeitsgeschehen, zum Beispiel im Beruf, privat, sonst wo, dass du vielleicht sogar sprichst oder einfach irgendwo sitzt oder stehst und plötzlich es ist still. Und dann kannst du diese innere Stille, diesen inneren Frieden wie einen Hintergrund wahrnehmen, der alles durchstrahlt, sogar die eigenen Worte und dann sogar vielleicht auch wieder die Gedanken, die natürlich irgendwann wieder da sind, aber halt in einer viel geringeren Anzahl, viel friedlicher, ruhiger, sachlicher, hilfreicher. Alles ist von dem Frieden durchstrahlt und das ist dann nicht nur so ein akustisches Ding oder ein Gefühlsding, was nur in deinem Körper liegt, sondern da ist doch eine große Erkenntnis dran geknüpft, nämlich, dass der Frieden das ist, was du bist und dass er immer anwesend ist, egal was im Äußeren geschieht. Und das Äußere ist jetzt nicht nur das, was ich vorhin beschrieb, vielleicht ein großer Platz auf einer Straße oder dein Umfeld. Das Äußere ist auch das, was in deinem Innenleben geschieht, obwohl das Wort anders heißt. Innenleben scheint ja was Inneres zu sein. Doch alles, was du beobachten kannst, bist erstmal nicht du. Gedanken sind also auch im Äußeren, doch dahinter liegt immer deine wahre Essenz, die friedlich und still strahlt. Ob häufiges Musikhören das Erwachen verlangsamt, erschwert, beschleunigt oder beeinflusst, hängt also stark davon ab, wie bewusst du mit der Musik umgehst, beziehungsweise wie bewusst du mit der Häufigkeit des Musikhörens umgehst. Musik kann uns mit uns selbst zunächst in Verbindung bringen, emotionale Prozesse hervorholen, die vielleicht auch anstehen. Von daher habe ich nichts dagegen. Also wenn du das Gefühl hast, da sitzt noch ein Trauerkloß in dir, der sonst woher stammt, und du ein bestimmtes Musikstück kennst, was das hervorholen kann, also dass mal die Tränen endlich fließen, dann tue das bitte. Ich bin eh ein Anhänger davon, innerlich aufzuräumen, damit dein spiritueller Weg nicht behindert wird. Also währenddessen und vorher noch am besten alles, was in emotionaler Schieflage ist, darf gehen. Alles wird es nicht sein, aber die Biggies, die kann man aufräumen, mit Hilfe, mit weltlicher Hilfe, mit allen möglichen Verfahren. Ich bin natürlich auch ein Fan weltlicher Therapieform, weil es sehr weise und tolle Sachen gibt und alles spirituell ist, egal was angeboten wird. Ein permanenter Musikfluss würde das Wahrnehmen der Stille erschweren, doch das Wahrnehmen der Stille ist absolut essentiell, weil sie ja das ist, was du bist. Das ist deine wahre Natur jenseits aller Gedanken, jenseits aller Gefühle und auch in diesem speziellen Fall jenseits aller Klänge und Geräusche. Wenn du schon stabilisiert bist, kannst du von mir aus Musik hören. Das kannst du immer, je nachdem, was du erreichen willst. Die Frage war ja, hindert Musik oder erschwert Musik hören, zu viel Musik hören, das spirituelle Erwachen? Meine Antwort lautet, während des Prozesses ja. Also bitte alles in Maßen. Das bedeutet also nicht, dass du auf Musik verzichten sollst, sondern dass du sie in Balance einsetzt. Wechsle das ab, Phasen der Musik, Phasen der Stille, immer hin und her. Und dann wirst du schon deinen Weg finden und deine Balance finden. Und die Erfahrung des Sitzens in Stille zeigt auch, dass wir am Anfang vielleicht das sehr ungewöhnlich finden oder vielleicht auch langweilig oder sogar nervig, aber dass du im Laufe der Zeit das Sitzen in Stille immer mehr wertschätzt und es wie einen Heimathafen empfindest, aus dem du stammst und in dem du immer noch mit deinem Schiffchen verankert bist. Und dann kann es sein, dass du feststellst, dass du gar nicht mehr so viel Beschallung brauchst, egal wie sehr du Musik liebst. Hier ist das so, dass ich sehr gern Musik höre, aber gar nicht allzu oft. Das war früher vollkommen anders. Ich konnte überhaupt nicht ohne Musik da sein und Musik leben, so hat sich das jedenfalls angefühlt. Ich habe ständig viel Musik angehabt, meistens melodiöse Sachen. Musik kann eine wunderbare Begleiterin auf deinem Weg sein. Doch letzten Endes geht es doch hier vor allem darum, das zu erkennen, was du in Wahrheit bist. Jenseits aller äußeren Reize, jenseits aller Klänge, die Stille,
Der Raum, der bleibt, wenn alle äußeren Reize verstummen und du, liebevoll berührt, erkennst, was du in Wahrheit bist. Alles Liebe und bis bald. Rock on!